Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Ja, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zurück hier auf diesem Kanal. Ihr könnt es sehen, wir sind in Dying Light 2. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen und ihr seid noch nicht zu irgendwelchen komischen Zombies oder Mutanten transformiert, verwandelt, wie auch immer. Und ja, heute ist der 4. Februar und Dying Light 2 ist erschienen und ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde auch sagen, wir quatschen auch gar nicht lange und fangen direkt an. Let's go! So Leute, ja. Wenn ihr wollt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze auf normal und sehen mal, wie schwer leicht das Ganze sein wird. Und je nachdem, vielleicht können wir das Ganze ja nochmal umstellen. Wir haben auch die Uncut-Version und es gab ja viele Diskussionen und Deutschland, Uncut, zensiert, ihr wisst Bescheid. Und ja, irgendwie ist es dennoch jetzt online Uncut, kann man sich online ein Uncut-Key erwerben. Ja, aber wir werden sehen. Wie gesagt, wir haben die Uncut-Version, darauf freue ich mich. Und von daher, let's fets. 15 Jahre nach dem Untergang. Wow, Leute, ich muss schon sagen, das sieht jetzt schon echt mega geil aus. Du hast immer noch drauf. Ja, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell.
Denn ein langsamer Pilger. Ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Ja, Leute, und so beginnt das Ganze. Wir dürfen auch direkt anfangen. Ich freue mich. Der Weg des Pilgers. Klettern Sie auf den Vorsprung. Let's go. Verwenden Sie erst WASD zum Bewegen. Klar, wissen wir alles. Alles kein Stress. So. Erstmal hier ein bisschen die Landschaft erkunden, Leute. Boah, das haben sie einfach zu mega geil gemacht. Ich spiele keine Sekunde und ich bin schon sehr fasziniert. Die Qualität ist einfach mega geil. Mal schauen. Es wird noch sehr schöne Momente geben, auf denen ich mich freuen werde. So, und hepp. So, blicken Sie auf einen Vorsprung und springen Sie mit Leertaste darauf, um ihn zu ergreifen. So, dann mal let's go. So, das Ganze läuft schon mal sehr flüssig. Mal schauen, wie lange. Ob es irgendwelche Probleme geben wird. Scheiße, Mann. Du bist immer noch ganz schön stark. Das werden wir noch erfahren und sehen. Boah, ich muss einfach fünfmal rumgucken, weil das sieht einfach mega schön aus, Leute. Gut, aber für Erkundungen und so haben wir auf jeden Fall später noch viel Zeit. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Kamille. Ziel aktualisiert. Sammeln Sie Honig und Kamille. So, mal schauen. Honig plus 1. So, wo finden wir denn Kamille? Haben wir immer noch diesen komischen Blickmodus? So, wo finde ich denn Kamille? Da hinten. Okay, genau. Mit Q haben wir unser Überlebenssinn. Du weißt doch, wie Kamille aussieht, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Da haben wir's. Da, Kamille, let's go. So. Achso, ich brauche 2 Stück. Wenn gut zu wissen. Wenn du meine Geduld austesten willst, dann machst du das sehr gut. Yep, das wollen wir auf jeden Fall testen. Spikey. So, wo haben wir denn noch Kamille? Kamille. Da hinten sehe ich was aufploppen. Und sieht aus, als wäre da genug Kamille. Bloß, ich hab's nicht gesehen. Gut, wir sind im Wald. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen. So, wo waren das jetzt? Das hat sich nicht schön angehört aus der Ferne. So, dann gehen wir mal da hoch. Ich denke, das wird hier oben sein. Da hinten. Das sind doch... Nee, da, genau. So. Das müsste reichen. Nee, wir nehmen alles mit. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Gut zu wissen. Arzneientwurf. Stellen Sie heilende Medizin her. Sie haben einen neuen Entwurf erhalten. Drücken Sie I und öffnen Sie das Fertigkeitsmenü.
So, ja, wir sehen schon sehr viele Möglichkeiten und Infos. Also, Sie haben Ihre ersten Entwürfe erhalten. Es handelt sich dabei um eine Zutatenliste, die Ihnen erlaubt, Objekte, Verbrauchsgegenstände und Waffenmodifikationen herzustellen, indem Sie verschiedene Fertigungsteile benutzen, die Sie bei Ihren Erkundungen aufgelesen haben. Mann, muss ich wieder überall draufbleiben, das gefällt mir nicht. Hier bewahren Sie alle Fertigungsteile auf, die Sie gesammelt haben. Gut. Okay, sehr schön. Lesen Sie die Beschreibungen der Fertigungsteile durch, um herauszufinden, wie sie benutzt werden und wo sie zu finden sind. Alles klar. So, was haben wir hier? Bewegen Sie den Cursor jetzt auf den Arzneientwurf und halten Sie linke Maustaste, um die Arznei anzufertigen. Machen wir doch. Herstellen. Dann stellen wir gleich mal alles her, was geht. So, wir haben zweimal Arznei bekommen. Gut, da oben werden wir das alles jetzt erstmal auslassen und machen mal ganz gediegen weiter. Komm schon, wir sind fast da. Gut, let's go, Spike. Du gehst voran. Du weißt, wo es lang geht. So. Stirb mir nicht weg, Spike. Du bist ja jetzt schon echt cool drauf. Das ist es. Komm schon. Ja, let's go. Mein Gott, darf ich mich nicht da durchquetschen? Okay. So, schön. Sieht ja schon mal sehr interessant aus hier. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Wird das unsere erste Base, Leute? Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Na dann. Dürfen wir schon mal eine kleine Erkundung starten? So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar Autos, die dürfen wir doch bestimmt aufmachen. Nee. Okay, dann nicht. Hier auch nicht. Was haben wir hier hinten? Nix. Nur ein Pfosten, ein Pfeiler, wie auch immer. Kann ich nicht schneller rennen? Das ist ein bisschen mies. Findest du da jetzt einen anderen Weg rein oder nicht? Ja, immer mit der Ruhe. Da hinten komme ich da auch nicht weiter. Ich muss mich auch erstmal zurechtfinden, Spike. Ach da. Mein Gott, ich muss sagen, bei mir ist das ein bisschen sehr dunkel. Ich hoffe, für euch ist das nicht zu dunkel. Also hier so im Licht geht's ja, aber an dunklen Stellen muss ich schon echt genau hingucken. So, C ist hochgegeben, ja, wissen wir. Gut. Wir haben hier doch bestimmt ein paar Sachen, die wir looten können. Ich sehe, ich sehe. So, was haben wir hier? Drücken Sie Q, um Ihr Überlebenssinn zu benutzen. Yep, wissen wir. Musst du mir nicht wieder Leer. sagen. Okay, gut, ist leer. Hier haben wir eine Tasche. Mal schauen, was da drin ist. Zigaretten. Zigarettes. Was haben wir denn hier? Da kommt eine komplette Neues Schlange nichts. raus. Nein. So, was haben wir hier? Seife. Ungewöhnliche Wertsachen. Seifen. Naja, sieht für mich nur aus wie eine Seife, aber gut. Ist natürlich auch alles in Ordnung. Was haben wir hier? The Last Spring Party 2023. Yes, Leute. Okay, das ist auch schon mal zu. Können wir auch nichts machen. Verschlossen. Hier gibt es bestimmt noch mehr. So, was haben wir hier drin? Hier ist nichts. Gut zu wissen. Stofffetzen. Hier haben wir noch mal eine Tür. Schöne Vase. Springt mich bestimmt gleich ein Zombie an. Was zum... Oder eine blöde Ratte. Ja, nur Ratten. Warum?
Okay, irgendwas stimmt nicht, Leute. Der Ton fällt aus. Das ist total strange. Weiß nicht, ob das im Video jetzt mit drin ist. Aber Spike hat gesprochen und man hat nichts gehört. Ja, Leute. Und da sieht man, man hat den ersten kleinen Fehler gefunden. Oder ist zumindest aufgetaucht. Reis. So, ich weiß natürlich nicht, ob das normal ist. Scheint aber nicht normal zu sein. Wie gesagt, Spike hat geredet. Und wir haben ihn nicht gehört. Gut, das ist natürlich sehr nice. Fängt ja schon mal suppi-duppi an. Ich hoffe, dass es jetzt nicht andauernd. Das wäre nämlich ziemlich beschissen. Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Bestimmt ganz schmackhaft. Licht anmachen. Ich glaube, das ist nicht gut. Voodoo. Klingt vertraut. So, was haben wir hier? Das sollte damals wohl Kunst sein. Naja, sieht für mich nicht aus wie Kunst. Aber jeder sieht das Ganze ja anders. Dosenstofffetzen. Zigaretten. So, wir schauen mal erst, was hier hinten noch ist. Teile. Federn. Okay. Nein, kann ich nicht schauen. Okay. Dann nicht. Nada. Null. Nada niente. Zerreißt mir das Herz. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Jo, Leute, ihr bekommt es selber mit. Mal hört man ihn, mal hört man ihn nicht. Das ist natürlich sehr uncool. Das gefällt mir gar nicht. Aber desto trotz hoffe ich, dass es sich verbessert und danach nicht mehr vorkommt. Vielleicht bringt einfach mal ein Neustart des Spiels was. Aber mal gucken. In der nächsten Folge werden wir das Ganze ja sehen. Abgesehen mal davon muss ich ehrlich sagen, dass das schon ein echt harter Anblick hier ist. Und es macht schon so ein bisschen komische Gefühle im Magen. Weil man halt einfach weiß, hier war mal Leben. Zivilisation. Und dann sieht man die hier alle, wie sie leider gestorben sind. Immerhin hatten sie einander. Oh Mann. Sie hatte Klasse. Leute, ich fühle das gerade so richtig mega. Das gibt schon zu denken. Meine liebste Mary,
Verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin. Unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Ach, traurig, das alles mitzubekommen. Oh Mann. So Spike, was willst du denn? End of the World Party. Setz dich, Kumpel. Für dich. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmeckergaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Habt ihr diesen Typen gefunden? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz, ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber... Wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir. Irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja,
Irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz, früh morgens. Der Typ erwartet dich. So, Ziel aktualisiert. Erreichen Sie die Funkantenne. Ja, Leute, es liegt sehr viel Traurigkeit hier in der Luft. Und es ist viel passiert. Und das hat mich schon sehr mitgenommen hier alles. Das zu sehen, wie hier die Leichen und Skelette liegen, stehen. Ja, was soll ich sagen? Aber dennoch, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir eine Bewertung da. Das würde mich nämlich sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge, bleibt gesund. Und viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Tschüss.